Oh, Alter, was geht ab, Leutunge? Alter, was geht ab in Pogo? Aber Horn, Pogo, bla bla. Ja, ja, ja. Quatsch mich nicht voll, Leute. Ich muss dazu ein Video machen. Ich muss dazu meine Meinung abgeben. Und zwar kann man jetzt Freunde einladen zu den Raids bis zu 5. Die müssen dafür einen Fanraid einsetzen, Fanraid Pass einsetzen. Und Alter, das ist verrückt. So krank ist das. Alter, glaubt mir, Niantic wird damit Milliarden von Euro, Dollar machen. Das ist einfach krass. Das ist gut für Hobbyspieler und es ist krass für die verrückten Suchtis. Weil normalerweise, wenn irgendwas Neues kommt, egal ob jetzt in Pogo oder allgemein, in irgendwelchen Spielen, meistens befriedigt das halt nur eine Seite. Entweder die Casuals, die wenig zocken, die Hobbyspieler. Und dafür ist es halt irgendwie nicht interessant genug für die Verrückten, die Suchtis. Oder es ist interessant für die Suchtis, aber zu schwierig, zu krass für die Normalen. Aber das ist echt für jeden was. Und Niantic wird so viel Geld machen, das ist einfach krank. Du kannst einfach jetzt von überall so viele Raids machen, wie du willst. Abhängig halt davon, mit wem du befreundet bist und wie aktiv die sind. Aber das ist einfach verrückt. Für die ganzen Leute, die jetzt immer im Dorf waren und da nicht zustande gekommen ist. Ihr könnt jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die haben eine Arena in ihrem Dorf und das ist Raidstunde. Manchmal ist diese Arena dann blockiert. Die können jetzt, sagen wir, die sind jetzt mit irgendeinem Münchner befreundet, der startet Raid Tour, Raid Stunde. Sendlinger Tor macht da seine 10 bis 12 Raids. Und der lädt halt diesen Dorfspieler bei jedem Raid ein. Der kann jetzt 10 bis 12 Raids machen, obwohl er die halt normalerweise nicht machen könnte. Das ist halt echt krass. Und das ist natürlich auch noch von zu Hause richtig gechillt. Sagen wir, ich weiß, es ist nicht genau so, aber Pi mal Daumen. Ein Raid Pass, ein Fan Raid Pass kostet 1 Euro. Die machen einfach so 10 bis 12 Euro extra. Ey, das ist so heftig. Man kann so viel machen. Ganzen Verrückten, die eh mehrere hundert aufwärts Raids am Tag gemacht haben, die in der Früh mit dem ersten Raid angefangen haben und dann bis spät abends bis zum letzten Raid gemacht haben, die haben nicht mal aufgehört, weil sie irgendwie hungrig oder durstig waren oder müde waren oder weil Familie zu Hause gewartet hat. Nee, die haben ja aufgehört zu raiden, weil es keine Raids mehr gab. Aber jetzt können die einfach 24/7 durchraiden, weil wenn die irgendwie einen Freund haben in einer anderen Zeitzone und da gibt es halt noch Raids, die können einfach eingeladen werden und immer weiter raiden. Alter, das ist so krank, wie viel Geld, wie viel Plus Niantic jetzt schieben wird. Hobbyspieler, die zum Beispiel keine Gruppe finden, Alter, wie viele Leute schreiben mir immer in den Kommentaren und Instagram und sowas, yo Hong, ich finde keine Gruppe, wie hast du es geschafft, da eine Gruppe zu finden? Ich gehe nach München, wie kann man da eine Gruppe finden und sowas? Oder Stadtteile, wo halt echt nicht viel geht. Oder Stadtteile oder Leute, die Stress haben in den Stadtteilen und sowas. Klar, ist jetzt auch ein Negativpunkt, weil man sich vielleicht abkoppelt von der Community, weil man halt einfach irgendwo irgendwie raiden kann, egal wo, weil du kannst einfach überall eingeladen werden. Aber dann baut man halt näheren Kontakt mit dieser Fan-Community, also ein kleiner Ausgleich, aber es ist so krank. Gerne allgemeine und in den Kommentare, aber wie gesagt, selbst Hobbyspieler, die keine Gruppe haben oder zum Beispiel ich jetzt, ich habe ein Kirim-Raid jetzt gemacht, weil ich eingeladen wurde. Ich habe halt null Bock, mich irgendwo einzutragen, irgendwo nachzuschauen und dann da hinzugehen und zu warten. Aber ich wurde einfach eingeladen von zu Hause aus, musste nichts absprechen, bin einfach draufgegangen, habe draufgeklickt, bin reingegangen, habe den Raid gemacht, zack, easy, fertig. Es ist einfach Wahnsinn. Und glaubt mir, Niantic wird damit so viel Geld machen. Also steckt euer Geld in Niantic-Aktien, falls es sowas gibt, weil die werden auf jeden Fall damit ein neues Hoch erreichen. Das ist so eine Innovation, man glaubt es kaum. Ey, die werden so viel Geld machen und so viele Raid-Pässe verkaufen, weil man kann jetzt von überall, wann man will, raiden. Man braucht halt nur jemanden, der einen einlädt. Die Leute sammeln jetzt auch schon die ganzen Connections, australische Freunde und so weiter und so fort, amerikanische. Und dann kann man echt immer und überall raiden. Klar, man raidet nicht an der Arena, die man auf Gold bringen will, zum Beispiel ich. Ich will ja, wollte ja hier München dies, das auf Gold bringen. Aber du kannst halt dann, wenn du es geschickt machst, irgendwelche ausländischen Arenen auf Gold bringen. Also du kannst zum Beispiel, was weiß ich, Freiheitsstatue auf Gold bringen, weil irgendein Amerikaner, New Yorker dich immer zur Freiheitsstatue einlädt. Das ist natürlich auch geil. Dann hast du da einfach die Goldmedaille. Das wird wahrscheinlich auch sehr viele interessieren. Ey, ich fasse es nicht, Mann. Glaubt mir, Leute, Niantic wird dieses Jahr ein neues Hoch erreichen. Ey, ich
Cashgrube hoch 10. Also Raids an sich waren schon eine Cashgrube. Jetzt dann natürlich mit Corona, Morona und dies, das natürlich weniger, aber jetzt geht es wieder bergauf. Also das wird bei weitem das beste Jahr. Wobei, es war glaube ich eh schon das beste Jahr, überraschenderweise, weil so viele Leute so viele Sachen gekauft haben. Ist schon krass. Ist schon krass. Natürlich auf der anderen Seite, es ist halt immer noch Pogo und jetzt kann man einfach von über raiden. Ich kann jetzt zum Beispiel hier mich hinchillen und einfach ständig eingeladen werden zu irgendwelchen Raids und dann da mitmachen. Also der Go-Aspekt geht da ein bisschen verloren, aber man merkt schon, dass wie weniger das Wort Go wichtig ist, desto mehr Geld macht Niantic. Also wie weniger Wert die auf Go legen, desto interessanter wird es für die Spieler. Die ganzen Spieler halt jetzt, die auch immer weniger Interesse am Spiel haben und sowas, für die ist halt jetzt einfach. Die halt nicht mehr tief in der Materie sind, die nicht mehr in den Gruppen sind. Oh, kurz mal eingeladen werden? Ja, wieso nicht? Ist einfach zu krass, man. Das wollte ich einfach nur so noch euch mitteilen, weil ich bin so fasziniert. Ich bin so in awe. Auf Englisch ist, wie, was sagt man da auf Deutsch? Ich bewundere das, weil, Alter, wer auch immer diese Idee hatte. Junge, Mann. Ich hoffe, du kriegst Prozente dafür, weil dadurch geht Niantic jetzt durch die Decke noch mehr. Gönnt euch eure Fanrates, Einladungen von zu Hause, was weiß ich. Übertreibt das nicht, weil ich weiß noch, wo ich noch mit den Fanrates geradet habe. Man hat so schnell den Überblick verloren und so viel reingesteckt. Zack, zack, hier ein Raid, da ein Raid, zack, zack. Und jetzt, wo man eingeladen wird, Alter, das geht noch schneller. Noch schneller. Noch schneller ist man einfach die ganzen Pässe und das Gold und das Geld los. Also passt auf, aber euch viel Spaß, weil das wird alles revolutionieren. Glaubt mir. Noch eine Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen, man kann natürlich auch noch sein Freundschaftslevel mit der jeweiligen Person oder die ganze Gruppe erhöhen. Anstatt jetzt dieses ganze PvP für Freundschaftsaufstieg und sowas, für Interaktion, kann man einfach raiden, was natürlich auch sehr praktisch ist.